So, Leute, ich sag's, wie es ist. Keine Begrüßung. Keiner weiß, wie lange der Rums hier noch gut geht. Ich habe seit 3 Tagen nicht mehr geduscht. Hier im Raum sind 17 Grad. Und wenn der Brownout das Stromnetz zerlegt, ist meine YouTube-Karriere auch vorbei. Und selbst das sind nur die kleinsten Symptome der multiplen Krisen, die uns gerade aus allen Himmelsrichtungen den Arsch versohlen. Corona ist nach wie vor nicht vorbei. Ich sag nur China. Die Klimakrise fängt gerade erst an. Die Strom- und Heizkosten explodieren. Der Krieg in der Ukraine geht bald in sein 2. Jahr. Die Inflation in Deutschland lag im vergangenen Jahr auf dem höchsten Stand seit 70 Jahren. Etwa jeder 6. Deutsche ist von Armut betroffen. Das ist der höchste gemessene Wert seit der Wiedervereinigung. Um es zusammenzufassen, uns ging es noch nie, nie, nie so schlecht wie heute. Schätzchen, jetzt kommst du aber mal runter, ey. Schlimmste Zeit, die ich je erlebt habe. Also, dass ich nicht lache, wirklich, diese Weichei-Scheiße. Das kommt davon, wenn man nicht 2-mal am Tag Fleisch isst. Also, wie hier 73, wir hatten genau die gleichen Probleme. Ja, also, Ölkrise. Schon mal gehört? Da drosseln arabische Ölstaaten ihre Förderung und verhängen ein Embargo gegen Staaten, die gut mit Israel können. Zack. Ja. Ölpreis 4-mal so hoch. Kommt euch bekannt vor. Klar, es ist exakt die gleiche Scheiße wie das bisschen weltliches Geruckel, über das Madame Weichknie sich im Jahr 2023 die Augen ausheult. Und streng genommen, war es sogar noch schlimmer bei uns eigentlich. Ja, wir hatten Inflation, aber im Gegensatz zu euch Yogamattenopfern hatten wir noch rasant steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und wir durften am Sonntag nicht mehr Auto fahren und es gab ein zeitlich befristetes Tempolimit von 100 auf deutschen Autobahnen. Ist unfassbar. Aber hat da einer geweint von uns? Nee. Dann haben wir halt gefickt stattdessen. Das ganze Jahrzehnt, es war super. Gut, und zwischendurch haben wir noch rasant tipptopp Alternativen zum arabischen Öl ausgebaut. Ölplattformen und Kernkraftwerke. Yeah, super hat das funktioniert. Ja, deshalb denkt ihr bei den 70ern heute nicht an Depression und kalte Küche, sondern an Rock'n'Roll und keine Hose. Ne? Dankeschön. So, Entschuldigung. Kann jetzt die Uroma vielleicht auch noch mal ganz kurz. Wir in den 20ern, uns ging es nämlich auch beschissen. Wir hatten nicht einfach Inflation, wir hatten Hyperinflation. Ne? Eure 5, 6, 7%, da hätten wir uns einen kleinen Finger für abgeschnitten. Und das war hier eine noch dümmere Idee als bei euch, weil wir noch keine Antibiotika hatten. Schon Anfang Januar 1923 lag die Inflation bei 7.400%. 7.400. Und das war nur der Anfang. Wir hatten gerade den Ersten Weltkrieg hinter uns. Etwa so erfolgreich wie jetzt eure Fußballnationalmannschaft bei der letzten WM. Und dann marschieren Frankreich und Belgien ein und besetzen das Ruhrgebiet. Unser Ruhrgebiet. Weil wir mit den Reparationszahlungen für den Ersten Weltkrieg ein bisschen spät dran waren. Ja. Das nenne ich mal ein ordentliches Inkasso. Gut. Und um die Folgen dieser Besatzung zu überbrücken, haben wir dann ein bisschen Geld gedruckt. Bisschen viel Geld. Oh, kann mir jemand 1 Milliarde in Münzen leihen für den Kaffeeautomaten? Nein? Ich wollte noch was sagen. Nochmal 2 Gründe, warum es bei uns früher beschissener war als bei euch, ja? 1923 ging es nur um Kohle. Hier bei uns nur um Öl. Fossile Energie fanden wir richtig sexy. Also bei euch ist sicherlich nicht alles super, vor allem nicht deine weinerliche Einstellung, Fräulein. Aber ihr in der Zukunft, ihr habt wenigstens schon mal angefangen mit der Energiewende. Sogar das Aus für den Verbrennermotor habt ihr beschlossen. Was? Seid ihr verrückt geworden, den guten Verbrennermotor?
Okay, meine Güte, keine Ahnung, dann war halt früher nicht alles besser. Aber, also ich meine, unabhängig von meiner neuen Bambuszahnbürste, mit der ich jetzt das Klima rette, ist bei uns ja wirklich die Demokratie in Gefahr. Die Ungleichheit wächst und mit ihr auch das Misstrauen in die Demokratie. Bei deutschen Landtagswahlen gehen mittlerweile nur noch 60% der Menschen wählen, bei Kommunalwahlen noch weniger. Wenn die Nichtwähler eine Partei wären, die würden immer gewinnen. Und wenn heute Bundestagswahl wäre, dann würde die AfD Umfragen zufolge bei 15% landen. Bei der letzten Wahl lag sie noch bei 10. In anderen Ländern sind die Rechtspopulisten sogar schon längst an der Regierung oder gefährlich nah dran. USA, Türkei, Italien, Ungarn, selbst in Schweden. Dabei haben die in Schweden doch eigentlich alles, was man braucht, so zum Glück, nicht? Hübsche Möbel, kleine Fleischbällchen und diese super praktischen bunten Plastikclips, mit denen man Chips in Tüten vorm Weichwerden beschützt. Und klar, ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass diese ganze starke Mann-Scheiße eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist. Ja? Putin, Orban, Trump, die merken einfach, dass ihre Zeit vorbei ist. Die sitzen frustriert zu Hause, kriegen keinen mehr hoch und kompensieren das mit Hass und Atomwaffen. Das Problem ist natürlich, es sind echter Hass und echte Atomwaffen. Also jeder hämische Putin-Pimmelwitz von mir ist also potenziell weltbeendend. Ja? Okay, ja. Bei uns in den 20ern haben wir auch ein bisschen Erfahrung mit frustrierten Männern, mit Allmachtsfantasien. Und ohne jetzt die Stimmung komplett ruinieren zu wollen, da müsst ihr schon aufpassen. Weil bei uns, die 20er, das fing eigentlich super an. Echte Demokratie, Frauenwahlrecht, kein Kaiser mehr, super Sexpartys in Berlin. Aber dann kam die Wirtschaftskrise und ein paar wichtige Leute haben richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Deshalb brach die Industrieproduktion um beinahe die Hälfte ein. Die Arbeitslosenquote schoss auf 30%. Kein Wunder also, dass die Menschen sauer waren und die Lösung für ihre Probleme bei Leuten mit einfachen Antworten gesucht haben. Schon am 8. November 1923 läuft ein gewisser Adolf Hitler in den Münchner Bürgerbräukeller, schießt mit seiner Pistole in die Decke und ruft zum Putsch auf. Der ging damals noch schief, aber... Aha, ich habe also jede Menge Grund zur Panik. Und für kurzkettige Kohlenhydrate. Weil nämlich alles immer wieder beschissen wird. Brain freeze. Andererseits, und das sage ich jetzt nur noch mal, weil es wirklich nicht offensichtlich ist. Also überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Dass ihr ja schon auch ein bisschen dazugelernt habt da in der Zukunft, oder? Also, aber wie gesagt, man sieht es praktisch kaum. Ja, gut, es stimmt also. Ihr seid totale Klimaschweine gewesen. Und ich? Ja, ich habe die Bambuszahnbürste. Jetzt. Und Ökostrom, ne? Im Tesla. Glaube ich. Wisst ihr, was interessant ist? Obwohl ich mich im Vergleich zu euch krass weiterentwickelt habe. Modisch, emotional. Ja? Und wie gesagt, die Zahnbürste. Ich spare CO2, tonnenweise. Aber was sich überhaupt nicht verändert hat, weder in den letzten 50 noch in 100 Jahren, ist unser Wirtschaftssystem. Hier, Kapitalismus. Immer mehr, 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 mehr. Und das so billig wie möglich. Egal, wie sehr die Menschheit oder das Klima darunter leidet. Kann das eventuell sein, dass da die zunehmende Ungleichheit herkommt? Hallo? Hallo, hier unten? Ja, ich bin die Neue. Die Alte? Die neue Alte. Ich sitze hier im Jahre 1952. Und zum Thema Ungleichheit, da kann ich ein paar Sachen sagen. Bei uns ist der Zweite Weltkrieg noch gar nicht so lange her, den die Dullis aus den 20ern uns eingebrockt haben, weil sie das mit den Nazis nicht hingekriegt haben. Ja, und bei uns gab es, als wir die Bundesrepublik gegründet haben, tatsächlich ein Bewusstsein dafür, dass Demokratie und Gesellschaft nur funktionieren,
wenn wir diesmal darauf achten, dass der Wohlstand gerecht verteilt wird. Das oberste 1% der Bevölkerung besaß nämlich 6 Jahre nach dem Krieg satte 25% des gesamten deutschen Vermögens. Und weil wir wussten, dass das nicht gerecht ist, weil sehr viele Menschen nach dem Krieg mit gar nichts dastanden, gab es das Gesetz über den Lastenausgleich. 50% Sondersteuer auf das gesamte Vermögen von Superreichen. Aber keine Panik, zahlbar über 30 Jahre, also jedes Jahr nur 1,67%. Damit die Reichen ihren Hunger nicht kalt essen müssen. Und wissen Sie was? Das hat ausgesprochen gut funktioniert. Die Bundesrepublik Deutschland war jahrzehntelang eines der am wenigsten ungleichen Länder, in dem man leben konnte. Das ist Ihnen in den 20er Jahren nicht gelungen. Und Sie aus den 70ern und den 80ern spätestens haben es wieder verspielt. Also, jetzt einfach mal ein bisschen in die Hände spucken und optimistisch nach vorne denken. Weil es ist ja nicht so, dass es keine Lösungen oder Ideen gäbe. Ja? Also, um den Laden nicht wieder vor die Wand zu fahren, mitschreiben. Erstens höhere Erbschaftssteuern, zweitens eine Vermögensteuer, drittens eine Übergewinnsteuer, viertens weniger Steuerschlupflöcher für internationale Großkonzerne. Nee, stopp, 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 jetzt warte mal. Du, das sind sehr viele, sehr komplizierte Wörter. Hast du das nicht als kurzes PowerPoint? Oder hier, Emojis. Hast du? Oder kannst... Schick mir doch eine Mail. Was? Wie melde ich eine Demo an? Gibt's da eine App? Hallo, ich spreche zu euch aus dem Jahr 3023. Es ist wichtig, dass ihr den Kanal abonniert, um die Welt zu retten. Ihr seid unsere einzige Chance... Das glaubt mir doch sowieso keiner.